Ja, mein Name ist Maximilian Weyerer. Ich komme von der OTH Regensburg und ich darf Ihnen heute etwas über unseren Beitrag mit dem Titel Retrospective Color Shading Correction for Endoscopic Images erklären. Ja, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, zunächst ein kurzer Überblick. Was ist denn Shading-Korrektur überhaupt? Shading-Korrektur beschreibt die Aufgabe, aus einem Shading-behafteten Bild, wie wir es hier links sehen, ein Bild zu berechnen, das gleichmäßig und homogen ausgeleuchtet ist. Hier vor allem im oberen Teil des Bildes zu sehen. Ja, was haben wir grob gemacht? Wir haben ein bereits publiziertes Verfahren, das für Grauwertbilder entwickelt wurde, auf Farbbilder erweitert. Und da es sich bei diesem Verfahren um ein iteratives Verfahren handelt, das ein Abbruchkriterium beinhaltet, wofür auch ein benutzerdefinierter Schwellwert festgesetzt werden muss, und wir Probleme hatten, eben einen festzusetzen, haben wir weiter noch dieses Abbruchkriterium analysiert. Ja, zunächst beginnen wir mit der Shading-Korrektur für Grauwertbilder. Eine kurze Problemformulierung. Wir haben hier links unser Eingangsbild, das wir im Folgenden mit N bezeichnen, und wir wollen ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild IDACH durch unsere Shading-Korrektur ermitteln. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein ideal ausgeleuchtetes Bild haben, das von einer additiven Shading-Komponente negativ beeinflusst wurde, dann können wir durch Invertierung dieses Linienmodells unsere Shading-Korrektur additiv wie folgt beschreiben. Wir haben unser Ergebnisbild IDACH, das sich durch die Subtraktion von der additiven Shading-Komponente SA von n ergibt. CA definiert hierbei eine Normierungskonstante, wofür meist der Mittelwert von SA angenommen wird. Ja, um SA zu ermitteln, die additive Shading-Komponente, wurden in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Algorithmen und Verfahren entwickelt. Beispielsweise kann man Tiefpassfilter dazu verwenden. Wir haben uns allerdings für das Verfahren von Reyes-Aldossoro basierend auf der Schätzung der Signal Envelope konzentriert. Ja, dieses Verfahren ist iterativ und um sich überhaupt mal vorzustellen oder um überhaupt mal einen Eindruck davon zu bekommen, was überhaupt eine Envelope ist, schauen wir uns am besten einen Plot entlang einer Scanlinie an. Hier links ist unser Eingangsbild N. Hier in der Mitte sehen wir ein Intensitätsprofil entlang der blauen Scanlinie von N. In Rot und in Gelb sehen wir die Intensitätsprofile der oberen Envelope in Rot und die untere in Gelb entlang dieser Scanlinie hier in den beiden rechten Bildern. Ja, hier wird dann das Konzept der Envelope eigentlich auch schon klar. Die obere Envelope schmiegt sich hier an die Maxima von den Intensitätswerten eines Bildes an, während sich die untere Envelope an die Minima anschmiegt. Ja, wie schon erwähnt, ist ein iterativer Algorithmus und zunächst oder zu Beginn in der 0. Iteration ist die Envelope gleich dem Signal selbst. Nach der ersten Iteration hebt sich dann, wie hier zu sehen, die obere Envelope nach oben ab, die untere Envelope S-Min nach unten. Hier rechts sieht man die Envelopes dann mal zweidimensional als Bild interpretiert. Nach der fünften Iteration sieht man, dass sich die obere Envelope weiter nach oben abhebt, die untere weiter nach unten. Nach der zehnten Iteration und schließlich dann nach der 28. Iteration. Ja, die Shading-Korrektur wird dann mit der jeweils glatteren Envelope durchgeführt. Und zwar additiv ergibt sich unser korrigiertes Bild IDACH durch n, unser Eingangsbild, minus die jeweils glattere Envelope, in diesem Fall S-Max, plus den Mittelwert von S-Max. Ja, da es sich um ein iteratives Verfahren handelt, hat Reyes-Aldossoro ein Abbruchkriterium formuliert, basierend auf der Glattheit GK-Max-Min, also GK. Also die Glattheit der
oberen Envelope und die Glattheit der unteren Envelope, die sich wie folgt berechnet. Zunächst wird das Bild, also die obere und untere Envelope, nach x und y abgeleitet. Somit erhalten wir quasi an jedem Punkt in diesem Bild, an jeder Position, den Gradienten, berechnen dann die Norm des Gradienten und summieren diese Norm über alle Pixelwerte auf. Damit erhalten wir für GK max einen reellen Wert und für GK min auch einen reellen Wert. Und basierend auf diesen beiden Werten berechnen wir dann in jeder Iteration die relative Änderung der Glattheit im Vergleich zur vorherigen k-1. Iteration. Ja, und schließlich brechen wir dann die Iteration ab, wenn sich die Glattheit der Envelope nicht mehr merklich ändert, wenn sie also konvergiert. Dazu ist ein benutzerdefiniertes Delta zu wählen und diese Auswahl dieses Deltas hat uns eben Probleme bereitet, auf die wir dann später entsprechend eingehen. Ja, dann die Shading-Korrektur für Farbbilder. Grundsätzlich ist das Vorgehen in der Literatur wie folgt. Wir haben ein RGB-Eingangsbild, das konvertieren wir in den JUF- oder HSV-Farbraum, führen dann eine Einkanal-Shading-Korrektur auf den Intensitätskanälen Y bzw. V durch und konvertieren es dann wieder back, zurück in den RGB-Farbraum. Ja, zwei implizite Annahmen stecken dahinter, nämlich zum einen, dass Shading nur auf den Intensitätskanälen auftritt und zum anderen, dass wir durch die Konvertierung in den JUF- oder HSV-Farbraum Shading komplett in einen Kanal kodieren können. Bergen et al. Hat dann 2016 gezeigt, dass es eben nicht der Fall ist, da Farbartefakte bei der Verwendung von JUF und HSV in Kombination mit einem Tiefpassfilter zur Ermittlung der additiven Shading-Komponente beobachtet hat. Dazu sehen wir hier das Originalbild, eine Korrektur mit JUF und eine Korrektur mit HSV. Wenn man sich den unteren Bereich des Bildes ansieht, sieht man hier deutlich, dass wir im Vergleich zum Original hier zwar keine so starke Abschattung mehr sehen, allerdings geht es hier ins Gräuliche und hier dann ins Rötliche. Das sind quasi Farbartefakte. Deshalb hat er einen neuen Farbraum vorgeschlagen, mit dem Ziel, Shading komplett in einen Kanal zu separieren. Dieser Farbraum wird ermittelt durch eine PCA, die auf einem geschätzten Hintergrundbild ausgeführt wird. Dazu sehen wir unten das Eingangsbild, N, eine geglättete Version, die quasi nur den Helligkeitsverlauf zeigen soll. Darauf führen wir dann eine PCA durch, eine Principal Component Analysis, und erhalten eine 3x3 Matrix T, die unseren RGB-Farbraum dann mit den drei Hauptachsen in Übereinstimmung bringt. Diese drei Hauptachsen werden von Bergen et al. Als Principal Color Components bezeichnet. Darauf aufbauend dann unsere Erweiterung von Signal Envelope Schätzung auf Farbbilder. Hier orientieren wir uns am allgemeinen Workflow, wie er in der Literatur auch vorgeschlagen wurde. Wir nehmen zuerst unser Eingangsbild, unser RGB-Eingangsbild, konvertieren es in den PCC-Farbraum mit unserer Transformationsmatrix T, führen dann eine Shading-Korrektur auf den ersten Kanal aus, da dieser die maximale Varianz des RGB-Farbraums kodiert und somit den Shading-Effekt am besten auch beschreibt, erhalten dadurch ein korrigiertes Bild IDACH. Die beiden anderen Kanäle, C2, C3, bleiben unberührt und konvertieren dann mit der Inversen von T wieder zurück in den RGB-Farbraum. Ja, kommen wir zu den Experimenten und Ergebnissen. Unsere Experimente basieren auf 6 Bildern, 3 künstlich generierte Bilder, die wir nach einem Verfahren von Bergen et al. Generiert haben und 3 echte Bilder von einer Zystoskopie. Wir haben jeweils 100 Iterationen für jedes dieser Bilder ausgeführt und nach jeder Iteration das Eingangsbild korrigiert mit der aktuellen Envelope. Und dann haben wir das optimal korrigierteste Bild
von diesen 100 Bildern ermittelt. Für künstliche Bilder, da wir hier einen Ground Truth haben, haben wir das mit dem Root Mean Square Error gemacht, RMSE. Ja, da uns dieser Ground Truth für echte Bilder fehlt, haben wir hier drei Testpersonen gefragt, ob sie uns nicht für jedes dieser 100 Bilder ihr subjektiv am besten korrigierteste Bild nennen können. Das haben wir für alle drei Bilder gemacht und haben dann so das optimal korrigierteste Bild ermittelt. Zusätzlich haben wir ein alternatives Abbruchkriterium basierend auf Entropie getestet, wobei wir hier dieses Delta Entropie als relative Änderung der Entropie im Vergleich zur vorhergehenden Iteration berechnen. Ja, hier sehen wir das Ergebnis für ein künstlich generiertes Bild. Unser Optimum erreichen wir nach 11 Iterationen. Für Delta 0,01, so wie es von Race Aldasoro vorgeschlagen wurde, terminieren wir gar nicht. Hingegen, wenn wir Delta um 0,005 erhöhen auf 0,015, landen wir bei dem optimalen Bild nach 11 Iterationen. Hier unten sehen wir diese Bilder mal visuell dargestellt. Ganz links das Original, in der Mitte das Optimum und rechts der Ground Truth. Und man sieht hier eigentlich, dass es sehr gut, dass dieser Helligkeitsverlauf in den Ecken hier sehr gut korrigiert wurde. Zusätzlich lässt sich hier beobachten, rechts in der Grafik, dass das Minimum, das RMSE sehr gut mit dem Minimum der Entropie übereinstimmt, was weiter die Hypothese unterstützt, dass die Entropie eben sehr gut dazu geeignet ist, um ein gut ausgeleuchtetes Bild zu charakterisieren. Ja, dann ein ausgewähltes Ergebnis für ein echtes Bild. Wir haben hier unser Optimum nach 27 Iterationen. Für Delta 0,01 wieder keine Terminierung. Für Delta 0,012, also Delta um 0,002 erhöht, landen wir oder terminieren wir nach 20 Iterationen und erhalten auch ein sehr gutes Ergebnis. Wie wir hier unten sehen, ganz links wieder das Original, in der Mitte das Optimum und rechts das Ergebnis nach 20 Iterationen, wobei hier zwischen dem Optimum und dem Ergebnis nach 20 Iterationen fast oder für das menschliche Auge kein Unterschied zu sehen ist. Ja. Zusammenfassend, visuell haben wir keine Farbartefakte erkennen können. Zusätzlich ist das Verfahren basierend auf Schätzung der Envelope sehr effizient implementierbar. Allerdings ist eben der Schwellwert Delta schwer bestimmbar und insbesondere auch von Bild zu Bild unterschiedlich. Deshalb schlagen wir vor, ein alternatives Terminierungskriterium, nämlich basierend auf Entropie. Und hier könnte man beispielsweise terminieren, falls wir ein lokales Minimum von Entropie erreicht haben. Zusätzlich sollte man unsere Experimente natürlich nicht nur auf 6 Bildern testen, sondern auch wesentlich mehreren, auch wesentlich mehr echten Bildern. Das Problem ist hier allerdings eine objektive Bewertung des am besten korrigiertesten Bildes. Deshalb habe ich hier nur mit 3 Bildern experimentiert. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.